Maximiliane, schön, dass du heute da bist. Du bist Nationalspielerin, du bist bei den Damen der TSG Hoffenheim dabei. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Ja, also ich spiele bei den Frauen der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Wir sind jetzt in der vergangenen Saison Sechster geworden, was die beste Leistung war für die TSG. Und da sind wir auch sehr zufrieden mit. Letztes Jahr im November durfte ich unter Horst Rubesch meine ersten beiden Länderspiele machen gegen Italien und Spanien. Ja, und nebenher studiere ich noch Psychologie hier in Mannheim. Du hast gerade angesprochen, die beiden Nationalspiele gegen Italien und Spanien. Wie war es für dich, tatsächlich im weißen Trikot mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen? Ja, es war irgendwie verrückt. Irgendwie konnte man es gar nicht so richtig glauben, weil es kam ziemlich überraschend für mich. Und aber es war einfach nur Freude und hat richtig Spaß gemacht. Und die Kulisse war auch toll in Osnabrück beim ersten Spiel. Und ja, dann von Anfang an zu spielen, war schon was ganz Besonderes. Jetzt ist es ja soweit, morgen geht's los. Die Frauen-WM startet, am Samstag ist dann Deutschland gegen China dran. Wie wirst du denn generell die ganze Fußball-WM der Frauen verfolgen? Ja, also ich hoffe zumindest mal, dass ich es schaffe, alle deutschen Spiele anzuschauen. Ich werde auch noch in Urlaub gehen, deshalb ist es nicht immer so einfach, dann die Spiele anzuschauen. Aber ich bin auf jeden Fall interessierte Zuseherin und werde auf jeden Fall die WM verfolgen, weil ich glaube, es wird eine spannende WM mit großem Favoritenkreis. Und ich hoffe natürlich auf eine gute deutsche Mannschaft. Wir haben gerade eben schon mal auf dem Weg hierher ein bisschen gequatscht. Ich habe dich gefragt, du hast 9 Tore geschossen in der abgelaufenen Saison, anfangs als Verteidigerin, danach bist du ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Ist das für dich schade, dass du nicht mit in Frankreich bist? Ja, klar, also als Fußballerin will man natürlich immer das Höchste erreichen und natürlich wäre es toll, bei der WM dabei zu sein. Aber es hat sich eigentlich schon Anfang des Jahres dann abgezeichnet, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Aber ja, so ist es nun mal im Sport. Mal ist man dabei, mal nicht. Und deswegen, ich werde den Mädels trotzdem die Daumen drücken und hoffe natürlich, dass wir gut abschneiden. Wie hast du das dann gemerkt, dass es nicht reichen wird? Gab es da Kontakt zur Bundestrainerin oder hast du das selbst gemerkt, dass es irgendwie mit der Leistung nicht hinkommt? Weil ich sag mal, 9 Tore, die Statistiken sprechen ja immer eigentlich eine relativ deutliche Sprache. Ja gut, es gibt auch andere gute Spielerinnen, die natürlich auch viele Tore schießen. Es war so, im Januar war ja noch Trainingslager in Spanien, da war noch ein großer Kader mit dabei und danach war ich eigentlich nicht mehr bei den Länderspielen mit dabei. Und ja, mit der neuen Trainerin kamen natürlich dann auch ein paar Veränderungen, ist ja klar, neue Spielerinnen wieder dazu und so verändert sich das dann halt stetig und dann irgendwann war es klar, okay, wahrscheinlich wird es nicht reichen für die WM, aber trotzdem, natürlich im Verein habe ich trotzdem weiterhin alles gegeben und meine Tore auch erzielt. Du hast schon gesagt, als Fußballerin, man strebt nach dem Maximalen. Was glaubst du denn, was ist möglich für die deutsche Mannschaft in Frankreich? Ah, ich glaube viel. Also seit Horst Rubesch übernommen hat letztes Jahr und jetzt auch an Martina übergeben hat, ist die Mannschaft wieder stabil geworden. Ja, die spielen guten Fußball, die Strukturen sind da. Also so die Voraussetzungen sind eigentlich alle gegeben. Und es gibt eigentlich auch nicht so wie in den letzten Jahren den megamäßigen Druck, wo jeder sagt, okay, ja, Deutschland muss schon Weltmeister werden, sonst ist es eine Enttäuschung, sondern es ist eine junge Mannschaft, die immer noch im Umbruch ist und auch noch eine Weile sein wird. Aber ich glaube, die Mannschaft hat Lust, ein richtig gutes Turnier zu spielen. Und wenn wir jetzt mal auf die Gruppe schauen, China, Südafrika, Spanien, aus meinem Gefühl raus würde ich sagen, das ist eine machbare Gruppe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Ziel von Deutschland muss es natürlich sein, die Gruppe erfolgreich zu gestalten und wenn es möglich ist, auch als Gruppensieger rauszugehen. Ich denke, da wird sich es entscheiden zwischen Spanien und Deutschland. Südafrika ist, glaube ich, ein Neuling und allen noch ein bisschen so unbekannt. Gegen China hat Deutschland schon öfters gespielt. Ich denke auch, das ist eine gute Mannschaft, spielerisch stark. Und da gilt es vor allen Dingen, weil es das erste Spiel ist, am Samstag direkt natürlich mit einem guten Gefühl ins Turnier zu starten. Ich habe über die Chinesinnen habe ich ein bisschen gelesen, die hätten sich abgeschottet, bevor es zur WM ging. Was glaubst du, welche Rolle kann das spielen? Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich denke, wahrscheinlich wollten sie sich halt in Ruhe auf das Turnier vorbereiten. Die haben sich wahrscheinlich auch viel vorgenommen.
Da sind die Erwartungen vielleicht auch im Heimatland groß an die Mannschaft. Und dann ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man in Ruhe mit dem Team arbeiten kann. Und ja, ob es gewirkt hat, werden wir dann am Samstag sehen. Ja, das ist schon gemerkt. Wir werden auch nochmal über Südafrika und Spanien sprechen. Vielleicht erst über Spanien. Du hast Erfahrungen mit Spanien, hast gegen die Spanierinnen auch gespielt. Mhm. Wie schätzt du die Spanier ein? Also Spanien schätze ich eigentlich richtig stark ein bei der WM. Die sind spielerisch super stark, technisch alle reihweg ziemlich gut ausgebildet. Spielen ja auch viele in Barcelona, wo man das ja schon immer eingetrichtert bekommt. Also von daher denke ich, Spanien ist ein ziemlich starker Gegner und das wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe mit Deutschland. Und Südafrika, das ist, du hast schon ein bisschen gesagt, vielleicht ein unbeschriebenes Blatt, kann aber auch ja immer sein. Ich erinnere an die Männer-WM und EM Island, hat auch niemand wirklich auf dem Zettel gehabt. Es gab auch, glaube ich, noch kein Duell zwischen Deutschland und Südafrika bei einer Weltmeisterschaft. Ja, also ich glaube, das ist auch den Spielerinnen, die jetzt dabei sind bei der WM, auch noch ein unbekannter Gegner. Die wissen auch nicht, was wirklich auf sie zukommt. Deswegen, also ich habe Südafrika auch noch nie spielen gesehen. Ich kenne keine einzige Spielerin, die dort spielt. Aber klar, das ist vielleicht auch ein Vorteil. Die können unbeschwert ins Turnier gehen und wer weiß, vielleicht werden die für die ein oder andere Überraschung sorgen. Hast du denn generell einen Favorit auf den Titel? Ja, also Deutschland auf jeden Fall auch. Und neben Deutschland würde ich schon sagen, USA ist für mich ein Titelkandidat. Frankreich ist auch ziemlich stark. Und ja, England zählt für mich auch dazu. Also die europäischen Mannschaften sind schon gut dabei. Und dann noch die USA, das sind so die Favoriten für mich. Und Japan darf man auch nicht vergessen. Japan war immer, mit denen musste man tatsächlich immer rechnen. Ja, die sind auch stark. Du hattest bei deinen zwei Länderspielen auch, meine ich, schon unter der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gespielt, oder? Nein. Das war noch Horst Rubisch. Das war Horst, ja. Das heißt, du hast, sag ich mal, gar keine persönlichen Erfahrungen mit Voss-Tecklenburg gesammelt, oder? Nee. Was traust du ihr denn aber generell zu? Weil ich glaube, also du hast einen guten Blick dafür. Mhm. Und, ja, sie ist auf jeden Fall die Richtige für den Job. Ja? Sie ist eine erfahrene Trainerin, die ganz klare Vorstellungen hat, wie man zu spielen hat, die eine Mannschaft super führen kann, super anpacken kann, die weiß, wie man mit den verschiedenen Charakteren umgehen muss, mit jungen Spielerinnen, erfahrenen Spielerinnen. Und das ist einfach eine gute Mischung, glaube ich. Und deshalb traue ich ihr schon einiges zu. Vor allen Dingen traue ich ihr zu, dass sie das über viele Jahre auf einem richtig guten Level machen kann und da konstant auch Erfolge vorweisen wird. Du hattest bei deinen zwei Länderspielen ja auch Kontakt, logischerweise, mit deinen Mitspielerinnen und die jetzt auch in Frankreich dabei sind. Wie würdest du denn die Mannschaft beschreiben? Ja, also die Mannschaft ist sympathisch durchweg eigentlich. Die Stimmung ist immer gut. Es gibt Leute, die machen Witze immer und überall, sorgen für gute Stimmung. Aber wenn es dann auf den Platz geht, dann sind alle immer fokussiert. Man hilft sich einander und es ist auf jeden Fall ein Teamgeist da. Ich glaube, das ist ganz wichtig für eine WM, um dann halt auch erfolgreich zu sein. Aber also die deutsche Mannschaft hat es auf jeden Fall. Das ist gegeben und jetzt müssen sie es nur noch auf dem Platz auch zeigen. Würdest du Deutschland als Turniermannschaft beschreiben? Ja, ich hoffe es natürlich. Ne? Das kann man natürlich im Voraus nicht so wissen. In den letzten paar Jahren, gerade bei der EM vor 2 Jahren, war das nicht der Fall. Ja, da lief einiges nicht so optimal, sage ich mal. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass Deutschland eine Turniermannschaft wird und sich von Spiel zu Spiel auch noch steigern kann. Alles klar. Maxi, lass uns doch nochmal generell über den Frauenfußball sprechen. Es gibt ja, es wird sehr viel negativ über Frauenfußball gesprochen. Wie gehst du persönlich damit um? Ja, es ist eigentlich schon, seit ich Fußball spiele, immer so. Ne? Also Frauen und Fußball passt irgendwie nicht für viele Leute. Vorurteile sind halt immer noch da. Ja, die ziehen sich bis heute durch. Aber mir ist das eigentlich egal. Also ich kann sagen, dass alle, die ich kenne oder mit denen ich zusammenspiele, die haben unglaublich viel Freude und Spaß am Fußballspielen. Und darauf kommt es ja auch an. Also ist es mir prinzipiell egal, was manche Leute über den Frauenfußball sagen. Ich weiß, dass er sich entwickelt hat, sehr stark entwickelt hat, dass das Tempo ist viel höher geworden und es hat sich alles professionalisiert und wir spielen mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau und haben nebenbei auch noch eine berufliche Laufbahn und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist schon tough.
Und deswegen weiß ich, dass wir das mit Herzblut machen. Und ja, wir haben einfach Spaß am Fußball. Gibt es denn da auch hin und wieder mal blöde Sprüche, gerade auch wenn du vielleicht darüber erzählst, ich spiele bei der Damenmannschaft der TSG Hoffenheim. Gibt es da blöde Reaktionen? Ja, so direkt blöde Reaktionen vielleicht nicht. Es ist dann eher immer so ein bisschen subtil, dass man es jetzt nicht unbedingt mitbekommt oder so. Aber ja, es gibt natürlich auch viele Leute, die finden es toll und finden es dann beeindruckend, wenn du sagst, du spielst bei der TSG Hoffenheim. Und dann sagen sie, war es wirklich, und finden es total interessant. Also ich würde sagen, die Mehrheit findet es dann schon auch positiv. Es ist nicht nur so, dass es die Negativen gibt. Die gibt es vereinzelt, ja. Aber es gibt natürlich auch viele positive Reaktionen. Ja, wir sprechen über Reaktionen. Ich möchte nochmal nachfragen, wie reagieren denn konkret Frauen, wenn sie hören, die Maxi spielt bei der TSG Hoffenheim, die spielt Frauenfußball, die spielt auch in der Nationalmannschaft. Wie reagieren da die Frauen? Die reagieren eigentlich immer positiv. Ja. Die finden sowas toll, wenn man das macht, wo man die Leidenschaft drin spürt, ja, was einem Spaß macht. Und wenn man dem dann so nachgehen kann, ist es natürlich toll. Und deswegen, manche finden es beeindruckend, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Ja. Und also die Reaktionen sind da schon positiv. Positive Reaktion. Nochmal ein Stichwort. Wir haben alle die Commerzbank-Werbung gesehen. Die habe ich auch gesehen, ja. Was sagst du denn dazu? Ja, die Werbung ist genial. Also die ist wirklich super genial geworden. Also da trifft es die Thematik auf den Punkt. Ja, sie ist frech, sie ist ein bisschen provozierend. Und ich glaube, die Leute, die sich angesprochen fühlen sollen, fühlen sich auch direkt angesprochen. Von daher ein super gelungener Clip. Ich finde ihn richtig gut. Sehe ich absolut genauso. Ja. Ich habe mir tatsächlich heute noch, glaube ich, dreimal angeschaut, weil ich einfach... Nee, der ist echt gut. Ja, ja, ich mag das, auch wenn es ein bisschen provokativ ist. Ja, total doch. Ich finde es teilweise aber auch heftig, dass es im Männerfußball gibt es Drittligaspiele oder Viertligaspiele, wenn man mal schaut auf Sport 1 montags. Die werden übertragen. Frauenfußball, da sehen wir das Pokalfinale vielleicht. Und auch dann WM, EM, Olympia. Das ist verrückt, oder? Ja, ich glaube, Deutschland hinkt da so ein bisschen hinterher, was das angeht, was vor allem die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit angeht in der Liga. Es ist so, dass pro Spieltag 1 bis 2 Spiele übertragen werden auf Telekom Sport oder Sport 1. Aber es ist halt immer nur ein Spiel und es kommen eigentlich fast immer dieselben Teams. Das ist Wolfsburg und Bayern. Und das ist natürlich schade, ja. So kann man natürlich auch nicht ins Bewusstsein von den Menschen rücken. Und ich glaube, es wäre schon von Vorteil, wenn zum Beispiel auch mal die Ergebnisse in der Sportschau präsent wären oder so. Zumindest, dass man halt sieht, aha, ja, okay, da gibt es eine Liga und hier, wir zeigen euch die Ergebnisse. Und ja, klar, würden wir uns auch wünschen, dass das ein oder andere Spiel mehr übertragen wird, weil ich glaube, das hätte der Frauenfußball und die Bundesliga auf jeden Fall verdient. Wie ist es für dich, wenn du weißt, draußen steht eine Kamera auf Magenta Sport? Läuft es jetzt gerade eben, die TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München? Wie ist das? Ja, also auf dem Platz ist mir das eigentlich egal, ob es jetzt übertragen wird oder nicht. Ich freue mich natürlich, dann können es nämlich auch meine Eltern zum Beispiel oder so anschauen, Leute, die halt nicht immer im Stadion sein können. Also für die ist es natürlich toll, wenn es dann übertragen wird und die freuen sich dann auch immer. Aber so auf dem Platz ist es mir da jetzt prinzipiell egal, ob da jetzt ein paar Kameras am Rand stehen oder nicht. Also Spiel ist immer noch dasselbe. Aber klar, ich meine, es ist natürlich schön, wenn es eine Reichweite hat und so viele Leute wie möglich es sehen können. Du hast gerade eben schon so ein bisschen gesagt, Deutschland hinkt ein bisschen hinterher. Du studierst nebenbei und spielst Fußball. Der Nachwuchs bei der TSG Hoffenheim, die sind auch in der Akademie und alles. Ist das für dich nicht schade, sage ich jetzt mal, zu sehen, dass den Männern, ja, die bekommen sehr viel, sage ich mal, und müssen, sage ich mal, nur auf einer sportlichen Ebene viel leisten. Ist das nicht schade? Ja, also ich persönlich finde es gut, dass wir auf mehreren Ebenen was leisten können, dass wir die Möglichkeit haben, auch noch eine Ausbildung nebenher zu machen oder ein Studium. Ich finde das auch ganz wichtig, für den Kopf noch was zu haben. Klar, ich meine, im Männerfußball ist es halt komplett was anderes. Ja? Die werden schon mit 16, 17 geht es dann Richtung Profi und dann ist nur Fußball. Und ja, das hat alles Vor- und Nachteile, sage ich mal. Klar, du kannst dich dann voll auf den Sport konzentrieren, kannst deine Trainingspläne so legen, wie es dir passt und das Optimale für dich rausholen. Andererseits, wenn es im Fußball dann nicht so läuft,
dann hast du halt nichts anderes, an dem du dich irgendwie festhalten kannst und dann ist nur der Fokus darauf und dann hast du schlechte Laune, weil du mal ein Spiel verloren hast und so hat man halt immer noch im Studium einen Ausgleich, man hat dort noch was zu tun und das ist eigentlich ganz gut so. Wenn ich auch manchmal lese von Ablösesummen und Gehältern, da muss ich ehrlich sagen, schlage ich manchmal die Hände beim Kopf zusammen. Ich hatte erst gestern mit einem Kollegen eine Diskussion, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Da haben wir gesagt, Mbappé geht irgendwann für 400 Millionen zu Real Madrid und keiner macht einen Verlust an der Stelle. Ja. Das ist im Frauenfußball auch einfach nicht denkbar, dass das mal in diese Dimension fortschreiten wird, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also kann ich mir nicht vorstellen. Im Frauenfußball gibt es überwiegend, glaube ich, nicht mal wirkliche Ablösesummen. Ja, ich meine, vielleicht zwischen den Top-Clubs okay, vielleicht mal eine Ablöse. Aber die bewegen sich bei weitem nicht in den Sphären um die 100 Millionen oder noch weiter nach oben. Das ist ja verrückt, was da an Geld hin und her fließt. Ja, die Zahlen sind ja gar nicht mehr greifbar irgendwo. Und ich weiß auch nicht, wo sich das mal hin entwickeln wird, weil wenn es so weitergeht, dann also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt das Ganze auch für den Frauenfußball wünschen würdest, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Und warum? ja, ich finde es gut, dass der Frauenfußball nicht so mit dem großen Geld in Verbindung gebracht wird. Ja, das sind ja unmenschliche Summen, die da irgendwie hin und her fließen. Und das macht den Sport irgendwie auch irgendwann kaputt, wenn du nur noch die Top-Clubs hast, die sich halt irgendeinen guten Spieler leisten können. Die sind dann auch auf Top-Niveau und die anderen Teams hinken so ein bisschen hinterher. Also das verzerrt dann auch immer ein bisschen alles. Und deshalb finde ich es im Frauenfußball ganz angenehm, wenn man sich noch so auf einen Tausch einigen kann zwischen Spielerinnen oder Vereinen, ohne dass da Millionen fließen müssen. Also so ein Transfer in der Allianz-Bundesliga läuft dann tatsächlich, es wird ein Spielertausch oder es wird, wie wird es gemacht? Spielertausch jetzt nicht unbedingt, ja, also ich glaube, wenn du normal jetzt den Verein wechseln willst oder so, dann gibt es keine Ablösesummen. Also zumindest, wenn dein Vertrag ausgelaufen ist, dann kannst du dir einen neuen Verein suchen, je nachdem. Und auch wenn du mal aus deinem Vertrag raus willst oder so, ist es immer so, auch bei den Frauenfußballvereinen, dass sie sagen, ja, du kannst auch so gehen, wir wollen dir deinen Weg nicht verbauen oder so. Klar, manche Clubs sagen bestimmt, gebt uns was dafür, dass ihr die Spielerin bekommt, aber das, also ich weiß auch nicht, was das für Summen sind, aber auf jeden Fall sind es Peanuts im Männerfußball, glaube ich. Was mich noch interessieren würde, wie oft trainiert ihr eigentlich? Macht ihr das auch täglich und auch zweimal am Tag, vormittags, nachmittags? Eigentlich nicht realisierbar, wenn du sagst, du studierst ja auch noch. Wie oft ist es denn tatsächlich? Wie oft trainiert ihr? Also ich komme schon auf 7 bis 8 Einheiten. Abends ist immer mit der Mannschaft, bis auf dienstags, da haben wir frei. Dann kommt noch Krafttraining dazu, einmal in der Woche. Dann kommt noch Football Out dazu, wo ich auch einmal in der Woche hingehe. Und dann noch ein individuelles Einzeltraining. Also ich trainiere auch schon mehrmals am Tag und kann es aber ganz gut mit der Uni vereinbaren. Da ich durchs Sportstipendium alle Möglichkeiten habe, mir die Kurse so zu legen, wie ich es brauche. Deswegen ist es ganz praktisch. Aber es ist auf jeden Fall tough, 8-mal Training zu haben und dann noch für die Uni Zeit zu finden. Du hast gerade angesprochen, Football Out. Kannst du uns vielleicht noch mal mit reinnehmen in den Football Out? Was ist das genau? Was macht man darin? Und wie verbesserst du dich darin? Also der Football Out ist so ein Trainingsgerät, da stehst du quasi in so einem Würfel und auf jeder Seite gibt es 2 Ballmaschinen, eine unten, eine oben. Und ich glaube, es hat nur Hoffenheim und Dortmund in Deutschland, weil es ist ein ziemlich teures Gerät. Und dann kommen die Bälle und du musst dich vororientieren, irgendwo leuchtet ein Feld auf, da spielst du den Ball dann rein. Also man kann schon sehr, sehr viele Sachen damit machen, gerade was Vororientierung angeht, deine Passqualität kannst du ändern, du kannst Ball an, Mitnahme machen. Und ich glaube, da kann man sich schon richtig gut verbessern, wenn man das regelmäßig macht. Noch eine letzte Frage zu TSG Hoffenheim. Die Saison lief ziemlich gut, hast du am Anfang des Interviews auch gesagt. Wie geht es jetzt für dich weiter? Ja, also wir haben einen neuen Punkterekord geholt, sind über die 30-Punkte-Marke gerutscht, was eigentlich ziemlich gut ist für uns. Wir haben am Anfang von der Saison zu Beginn noch ein paar erfahrene Spielerinnen auch verloren. Die haben den Verein gewechselt und dann dachten alle erstmal, es wird eine schwierige Saison, aber wir haben eine richtig gute Saison gespielt. Hätte auch noch ein bisschen höher nach oben gehen können, wenn man es im Nachhinein nochmal reflektiert. Und das ist unser Ziel für nächstes Jahr. Ja, ich denke, die ersten beiden Plätze, Wolfsburg und Bayern, die sind belegt. Ja, die sind auch nächstes Jahr wieder von den beiden Teams besetzt, auf jeden Fall. Aber dahinter Platz 3 bis 5,
5, 6, da ist alles eng beieinander und alles offen und da hoffen wir uns noch weiter verbessern zu können. Und deine Position? Du hast in der vergangenen Saison hinten angefangen, hast dich langsam nach vorne gearbeitet, auch durch deine Tore, hast du erzählt. Wo siehst du dich? Ja, ich sehe mich schon im offensiven Mittelfeld, auf jeden Fall auf den Außenbahnen. Ja, manchmal springe ich auch gern hinten ein als Außenverteidigerin. Also außen ist meine Position. Ob das dann vorne oder hinten ist, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen. Alles klar. Max, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. Für uns. Ich sag danke. Und dann wünschen wir uns einfach eine schöne Frauen-WM. Auf jeden Fall, ja. Und eine erfolgreiche Saison. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir.